So, wir testen das neue 5 gegen 5 Teamfight. Neue 5 gegen 5 Teamfight-Modus für Battlestate Games. Wird spannend. Mit deiner Mechanics wie aktuell in Escape from Tarkov. Ob sich das durchsetzt in so einem Multiplayer-Spiel. Ist noch ganz offen. Hoffe aber. Merken alle, dass es da bald einen Accept-Button gibt, weil sonst findet man nie ein Match. Und wir finden ein Match. Bin ganz gespannt, oh, wie das FPS-technisch funktioniert, ob das überhaupt flüssig läuft oder ob das mehr ein Gelege wird oder das nächste Battlestate Games Patch-Projekt, das eigentlich ja, immer wieder auffällt durch eher ungute Sachen. Aber ja, dann starten wir jetzt gleich Game. Okay, wir starten vielleicht nicht doch gleich ins Game. Die Wartezeiten sind wie bei Escape from Tarkov wohl eher ein bisschen lang. Ich hoffe, das bessert sich in der kommenden Zeit, aber ja, das werden wir dann ja wohl sehen. Es gibt mal schon einen positiven Aspekt. Ich glaube, also es übernimmt ziemlich alle Settings. Wenn ihr bisher Escape from Tarkov gespielt habt, übernimmt alle Settings. Außer die Maussensitivität war bei mir 0. Das sollte man vielleicht davor checken, bevor man in ein Match geht, weil sonst wird es schwierig mit dem Aiming. Aber wir laden mal schon den Loot, welchen Loot es so immer in einem 5 gegen 5 Teamfight-Match geben wird. Ja, wahrscheinlich unseren eigenen. Und dann starten wir gleich rein. So, sind wir in der Klassenauswahl, die uns gewisses Cash kostet, wo wir reingehen. Und je nachdem, was wir da in einem Fall wählen, wird das kostet uns das ganze Geld. Und wir leveln ab und schalten neue Klassen frei. Pistol ist gratis und sonst sind wir gleich mal bei 10.000. Und wir besitzen 1,2 Millionen zum Start. Ja, wir testen einfach mal eine klassische Klasse. Wo es hat oben eine Auswahl drin. So. Oh, Shotgun. Oh. Und es gibt Team Damage. Das ist ja vielleicht gar nicht so geil. 4, 5. Hey, 4, 5, 6. Ja, das war nicht gut. Oh Gott. Wollen einfach dem, der schaut experienced aus. Also wir sind rot. Wir suchen blau. Wir haben zweimal blau, zweimal blau. Wow. Immerhin sieht man die Farben ziemlich gut. Oh, Mensch, ja. Okay, aber sehr intens. Sehr, sehr intens. Aber ich glaube, das hilft vielen über die Gear 4 von Escape from Tarkov hinauszukommen. Nennen wir es mal so. Oh, okay. Jetzt haben wir die Seite. Hat da schon jemand einen Nade? Ah, Flashbang. Schaut schon. Todos. Ah, oh, vor der Seite. Oh, okay, alles. Oh, aber nicht schlecht. Oh, manche spielen da schon ziemlich starke Waffen. Switch ist ziemlich nahtlos. Und unsere zwei Spieler. Oh, das Verbandssystem ist schon. Okay. Oh, und der nächste ist tot.
Wandsystem wie in Tarkov sehr interessant, wo man wirklich irgendwo sitzen muss. Und man sieht aber nicht, wie viele Gegner noch leben. Kann auch schleichen. Kamera als Beobachter ist ein bisschen Fischei. Oh. Hört man. Ah, der hat wohl leider kein Headset da. Weil das war. Also audiotechnisch hat man schon gehört, von wo der gekommen ist. Das ist das Best of Three. Kann man da noch wechseln? No. E wie Beimenü oder so? Anscheinend nicht. Let's go. Die Seite war mir auch lieber. Ich glaube, da war das gegnerische Team einfach noch nicht so ganz ready für unsere Moves. Boah. Schwere Blutung. Boah, ja. Ah, das kostet natürlich. Bad. Ah, sieht man da damals Replay? Okay. Oh, aber getradet. Getradet. Schade. Aber ohne, dass man sieht, wer in seinem Team ist und so, richtig krass. Was Neues. Team Rot. Gebandated. Und so. Und da hat ihn jetzt gesehen. Jemand schon ein bisschen nervös war. Ne? Ja, 2-1. Ja, knapp. Ganzen TTV-Spieler sind schon ready. Aber die Klasse kann man anscheinend nicht nochmal wechseln. Schade. Gehen wir da mit unseren anderen Mates mit. Es wechselt auch ganz dynamisch. Es gibt quasi vier Ecken. Oh, nice. Nice. Aber sehr, sehr intens. Hey, das war mein eigener Team. Okay. Ja, das ist natürlich das Gefährliche. Aber immerhin. Aber vom eigenen Teammate der Headshot kassieren. Frech.
Level vorher war gar nicht so schlecht. Ich glaube, dann spielen wir einfach nochmal. Da quer durch. Ah, da. Ja, okay. Ah, vielleicht sollten wir doch auf automatische Waffen. Aber wir haben einen gut getroffen. Der ist aber wahrscheinlich abgeschwommen. Er ist ziemlich unter Bedrängnis. Oh oh. Oh oh. Schade. Er hört da doch links vor sich, oder? Oh no, warte. Haha! Oh no. Schade. Zweite Headshot war ein bisschen lucky, muss man schon sagen. Aber ja, das Healing-System hat er halt. Das überlebt man fast nicht. Schwierig. Oh, sie haben nur die Armbänder gelockt. Rennt er sicher. Oh, meine. Und die Keybeine sind nicht ganz richtig. Weil ich kann mit zwei anscheinend nicht auf meine Pistole switchen. Schussmarkett vielleicht? Natürlich, stimmt. Oh, keine Munitionsanzeige. Keine. Munitionsanzeige, das ist natürlich alles sehr realistisch. Und ich sehe schon, SMGs sind the way to go anscheinend. Richtiger moderiert wie in der Arena. Frage ist, was passiert denn nach deiner 3 Sekunden, wenn da keiner stirbt, stirbt dann einfach jemand. Oh. Hat Cut oder hat war einer von uns. Huch. Ja, wild. Oh, kann ich ändern, Controls. Wo war denn das? Oh, ich hab's geschafft. Dass mein Bildschirm schwarz ist. Ist man schon nicht so smart? Ja, okay. Können wir gar nichts machen. Also, Warnung, nicht in der Loading Round auf Settings oder Escape drücken. Ja. Hoffentlich jetzt wieder ohne schwarzen Bildschirm. Es wäre ja ein Traum gewesen, wenn das Game ohne. Sorry, I got a black screen. In-game Voice Chat zum Glück. Probieren es jetzt mal. Unterstützen wir unseren Mate. Ich
Alter. Huch, aber es ist immer noch intens. Dämisch. Ach, 7. Zum Glück. Huch. Wie viel Grad denn ist? Oh, okay, gut. Best of 10. Spannend. Spannend, spannend. Und sicher was für die Zukunft. Und Level up. Schauen wir uns noch das Belohnungssystem an. Eben das, okay, wirklich Kills. Kills geben die Punkte. 25 für deine Points. Oh, sogar Level 3. Sogar 3 und fast. Cool. Kommission 10%. Hey, Victory 66.000. Okay. Also für gutes Game, würde ich jetzt sagen. Mittlerweile, Main Menü, Exit. Für ein gutes Game kriegt man in einem Fall quasi nochmal ein Loadout geschenkt und dann kann man sich da hocharbeiten in dem Fall. QBC schaut bis jetzt wahrscheinlich am interessantesten aus. 49.000. Ja, das war meine erste Runde, mein erster Eindruck. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß gehabt oder ihr würdet das Spiel gerne mal ausprobieren. Es ist aktuell in der Beta. Lasst gerne eure Kommentare da, liken das Video und abonnieren, um mehr und weiteren EFT, Battle, State, Arena, Modus, alles mögliche, Counter-Strike, bisschen WoW, wir spielen alles. Subscriben gerne, liken, kommentieren, ob euch das Spiel zuseht und bis zum nächsten Mal. Ciao.